Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag von Keith Neumeier. Er ist ein echter Silberexperte und prophezeit eine Preisexplosion bei Edelmetallen. Ich bin sicher, dass ich dem deutschen Publikum ziemlich gut bekannt bin. Wir haben seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 auch Aktionäre aus Deutschland. An meinem Vorgängerunternehmen waren ebenfalls mehrere deutsche Investoren beteiligt. Ich leite aktuell zwei Firmen. Ich bin zum einen Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens First Majestic Silver. Es ist an der New Yorker Börse notiert und hat eine Marktkapitalisierung von ca. 3 Milliarden US-Dollar. Wir haben weltweit 1.000 Aktionäre. Wir besitzen 4 produzierende Minen, 3 Minen in Mexiko und eine in Nevada. Die zweite Firma heißt First Mining Gold. Die habe ich 2015 gegründet. Es ist ein kleineres Unternehmen, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Für manchen Investor mag das ein bisschen langweilig sein. Es produziert noch nicht, sondern durchläuft Genehmigungsverfahren für die Suche nach Gold. Der Fokus liegt momentan auf Ostkanada. Edelmetalle stehen vor einer Preisexplosion. Warum? Werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage. Es ist verrückt, was sich da draußen abspielt. Die Zentralbanken drehen gerade reihenweise durch. Das ist Wahnsinn, was da abgeht. Aber es gibt bekanntlich auch die Theorie der sogenannten vierten Wende. Normalerweise müssten nun alle Finanzsysteme zu einem Ende kommen. Ich zitiere aus Neil Halls Buch The Fourth Turning, in dem er die Theorie aufstellt, dass wir uns bereits seit 10 Jahren in dieser vierten Wende befunden haben und dort wahrscheinlich erst nach einer weiteren Dekade wieder herauskommen werden. Wir durchlaufen sehr bald sehr volatile Perioden, in denen es zu großflächiger Vermögenszerstörung und riesigen Vermögenstransfers kommt. Das wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie im Jahr 2008. Meiner Einschätzung nach wird der Vermögenstransfer, der sich anbahnt, sogar noch dramatischer sein, als wir es damals erlebt haben. Wie kann man da noch sein Vermögen sichern? Meiner Meinung nach sollte man in Rohstoffe investieren, insbesondere in Edelmetalle. Man sollte auch Immobilien besitzen und sehr wenig Schulden haben. Wenn man keine Schulden hat und ein paar Edelmetalle besitzt, wird man meiner Meinung nach gut aus dem Great Reset herauskommen, egal wie dieser ausfällt. Wir hören bereits jetzt, dass mehr und mehr Politiker über den sich anbahnenden neuen Reset sprechen. Anders gesagt, wenn sogar Politiker, die meist keine Ahnung von Wirtschaft haben, über den Reset sprechen, dann ist die Lage sehr ernst. Wir wissen noch nicht, was das alles bedeutet, aber wir können bereits ahnen, dass große Veränderungen anstehen. Seit 2011 haben wir einen Bärenmarkt im Edelmetallsektor. Eigentlich haben wir das perfekte Umfeld für steigende Preise. Die Zentralbanken drucken fleißig ungedecktes Geld, wir haben niedrige Zinsen. Ein guter Moment für den Einstieg in Gold, Silber, Platin oder Palladium. Dennoch stellt sich die Frage, warum Silber nur bei 28 Dollar und Gold nur knapp über 1.800 Dollar pro Feinunze liegt. Silber ist ein verhältnismäßig kleiner Markt. Und doch ist das Metall wichtig für so viele Dinge, die wir als Menschheit täglich benutzen. Ich denke, dass Silber aufgrund seiner Zwitternatur einfach mehr in der Industrie gehandelt wird, als dass es bei großen Banken als Wertspeicher lagert. Ich denke, dass dieser industrielle Handel die Preisbewegungen bei Silber sehr stabilisiert. Allerdings haben wir auch gehört, wie die CFTC ganz offen sagte, dass sie in der Lage war, den Markt zu manipulieren. Zitat: Wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, den Markt zu manipulieren, dann wäre der Schaden immens gewesen. Man fragt sich nun, was das genau bedeutet. Können wir uns auf die Preise bei Silber und Gold verlassen? Die CFTC ist eine regulatorische Institution, die den Preis einer an der Börse gehandelten Ware oder eines Rohstoffs überwacht. Einige Experten gingen sogar so weit zu sagen, dass nicht nur die CFTC, sondern auch ein paar kampflustige Millennials für den jüngsten Anstieg des Silberpreises auf 30 Dollar pro Unze verantwortlich waren. Und diese jungen Hüpfer hätten nicht einmal die Erlaubnis haben dürfen, auf dem Markt zu handeln. Zu ungebildet. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber seien wir mal ehrlich, ich denke, solche Argumentationen, das sind alles nur Nebelkerzen.
Das sind seltsame Aussagen von uninformierten Leuten, die so etwas besser nicht sagen sollten. Ich habe kürzlich davon gesprochen, dass die Aktienmärkte ab dem vierten Quartal 2021 in Schwierigkeiten geraten werden. Lassen Sie mich das etwas näher erläutern, besonders in Bezug auf Bergbauaktien. Ich erwarte einen ziemlich dramatischen Einbruch an den wichtigsten Aktienmärkten, ähnlich dem Einbruch von 2000. Die führenden Unternehmen des Technologiesektors scheinen sich mal wieder zu überschlagen. Viele Experten behaupten nun, es sei noch etwas zu früh, um zu sagen, dass ein neuer Abwärtszyklus begonnen hat. Ich sehe das anders. Meine Aussage ist zugegebenermaßen etwas gewagt. Aber ich behaupte, dass es bereits so weit ist. Nur durch weiteres Gelddrucken wird der Laden noch am Laufen gehalten. Es hilft natürlich, das System so über Wasser zu halten. Einzige noch zu beantwortende Frage bleibt: Wann beenden die Regierungen diesen Zirkus? Es kann durchaus sein, dass dieser ganze manipulierte Rummel noch etwas länger so weitergeht. Eventuell sehen wir sogar noch einen S&P bei $5,000 oder einen Dow Jones bei 35.000. Ich weiß es nicht. Sie könnten darauf pokern. Ich persönlich bin eher engagiert im Bereich Rohstoffe. Besonders interessant sind jene Rohstoffe, die stärker im Preis schwanken. Erdöl, Kupfer, einige Edelmetalle. Das sind meiner Meinung nach aktuell die besten Investitionsvehikel. Wenn es zu diesem Meltdown kommt, wird dieser alles mit sich reißen, auch die Immobilienpreise und die Preise für Edelmetalle. Aber die Edelmetalle erholen sich schneller als die Konkurrenz. Wenn man sich den Zeitraum von 2000 bis 2003 noch einmal ansieht, unter den ersten Aktien, die purzelten, waren auch Bergbauaktien. Gold und Silber erreichten im Jahr 2002 ihren Tiefpunkt. Danach hatten wir einen Bärenmarkt, der ziemlich spannend war. Ich glaube, dass wir uns jetzt wieder genau dorthin bewegen. Das Jahrzehnt, in dem wir heute leben, wird ein Jahrzehnt der realen Vermögenswerte werden. Edelmetalle und Rohstoffe sind angesichts des nahenden Kollaps gute Vermögensspeicher. Ich erwarte einen Rohstoff-Superzyklus. Beim letzten Rohstoff-Superzyklus war es die plötzlich ansteigende Nachfrage in Asien, welche auf begrenzte Ressourcen traf. Genauso wird es jetzt wiederkommen. Asien baut seine Volkswirtschaften erneut stark aus und diese Volkswirtschaften konsumieren einfach alles, was es an Rohstoffen gibt. Aufgrund von Corona waren die Ressourcen nun fast 2 Jahre lang noch knapper als zuvor. Es gab kaum Investitionen im Rohstoffsektor. Ähnlich den 1990er Jahren, direkt vor dem letzten Bullenmarkt. Von 1994 bis 2000 wurde auch sehr wenig Geld in den Rohstoffsektor investiert. Das erlebten wir nun erneut in den vergangenen 2 Jahren. Deshalb schenken nun weltweit viele Investoren und auch Regierungen dem Rohstoffsektor ihre ganze Aufmerksamkeit. Es gibt bei vielen Rohstoffen wieder eine Schere zwischen Angebot und Nachfrage. Und es wird lange dauern, bis diese sich wieder schließt. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt.
Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.